Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Sie reden von Chemnitz. Es war also der Tag, an dem tobende Horden ein Trümmerfeld aus Blut und Angst hinterließen, NTV. An dem sich ein Mob in Chemnitz in blinder Selbstjustiz übt, Tagesspiegel. Hetzjagden stattfanden, Steffen Seibert, Angela Merkel. Ja, ein Pogrom, Jürgen Trittin. Die Polizeibilanz des 26. August und damit die wirklichen Ereignisse lesen sich deutlich anders. Zwei leicht verletzte Beamte, ein Asylbewerber, der angab, ein Rechtsradikaler habe mit einer Bierflasche nach seinem Mobiltelefon geschlagen, ein Dutzend Ermittlungsverfahren wegen Zeigen des Hitlergrußes, einige wegen volksfester Parolen und kleinere Ausschreitungen gegen die Polizei. Ohne Zweifel, Hitlergrüße, ausländische Parolen, Attacken gegen Polizisten gehen alle nicht, müssen geahndet und bestraft werden. Was aber vor allem ins Auge springt und was die ganze Debatte beherrscht hat, war die pauschale Verleumdung protestierender Bürger als rechtsextrem, Nazi und Ähnliches. Damit sollte die berechtigte Trauer und Empörung über die kriminellen Taten sogenannter Flüchtlinge in Chemnitz und woanders diffamiert werden. Und wenn vermummte Gestalten, und gerade aktuell ist es wieder genauso, Polizisten mit Steinen, Fäkalien und Molotow-Cocktails bewerfen oder mit Zwillen beschießen, aktuelle Ereignisse lassen grüßen, werden sie als Aktivisten, Ökorevolutionäre, Demokratiefreunde oder Demonstranten gegen rechts bezeichnet. Wenn aber Bürger aus Protest gegen die als unerträglich empfundenen Zustände im Land auf die Straße gehen und Schilder mit Aufschriften wie "Wir sind das Volk", "Merkel muss weg" mit sich führen, werden sie als brauner Mob, Nazis, Pack oder Rechtsextreme diffamiert. In ihrem Antrag schwingen noch die regierungsamtlichen Bezeichnungen Zusammenrottungen und Hetzjagden mit, die später relativiert werden mussten. Alles schon passé. Der Regierungssprecher und seine Kanzlerin denunzierten Teile ihres eigenen Volkes. Ein unerhörter Vorgang. Und das alles auf Basis eines Kurzvideos von irgendeinem Antifa-Menschen, ein Videoausschnitt, dessen Anfang und Ende wir nicht kennen. Von den migrationssüchtigen Medien wurden diese Behauptungen sofort ungeprüft weiterverbreitet, fanden ihren Weg in die internationalen Leitmedien. Anscheinend hat es aber in Chemnitz gar keine Hetzjagden gegeben. Es gibt sie aber jetzt. Auf die Chemnitzer Bürger, auf die Sachsen, auf die AfD, auf alle Leute, die Kritik äußern an der völlig verfehlten Migrationspolitik in dem Land und allen Leuten, die das offen kritisieren. Und ist es auch Wahnsinn, so hat es doch System. Der Bundespräsident, der Steinmeier, empfiehlt ein Konzert gegen rechts. Wir hatten eben schon eben ein paar Zitate hören dürfen, auf dem ganz offen und massiv gegen unsere Gesellschaft gehetzt wird. Ihr Lieblingswort, Hetze. Ein furchtbares Wort, Frau Eimers. Hören Sie doch mal zu. Ich freue mich, Sie als grüne Frau noch mal ganz besonders anzusprechen, wenn nämlich Sachen gesagt werden auf diesem Konzert, Frau Eimers. Ich zitiere mit Erlaubnis von Frau Eimers und der Präsidentin. Eva Herrmann sieht mich, denkt sich, was ein Deutscher. Und ich gebe ihr von hinten wie ein Staffelläufer. Und ich fixe sie grün und blau wie mein kunterbuntes Haus. Ist das Zitat, was Sie hören wollen? Ist das Konzert gegen Hass? Hass erfüllte Parolen auf diesem Konzert präsidial empfohlen. Und Sie finden das auch noch gut. Was sagen Sie zu sowas, Frau Eimers? Da bleiben Sie besser mal still an dem Punkt. Ach ja, Frau Eimers, das ist lustig, ne? Kunstfreiheit. Aber was sagen Sie alle zu sowas? Das ist der Duktus auf diesem Konzert gewesen. Da heißt es, wir sind mehr. Ich hoffe, die sind bald viel weniger. Und das wird der Fall sein. Ohnehin fragt man sich ja, warum gaben all diese Musikgruppen kein Konzert für sexuelle Selbstbestimmung nach der Kölner Silvesternacht? Warum gaben sie kein Konzert gegen Hass nach dem Terrorakt auf dem Breitscheidplatz? Warum kein Konzert nach dem Mord in Kandel? Wo war da die Zivilgesellschaft? Wo waren sie da? Wo waren die Aufrufe von Herrn Steinmeier, Herr Frau Merkel, Herrn Maas? Wo waren die Kulturschaffenden? Oder waren es einfach die falschen Opfer, deutsche Opfer, die falschen Opfer? Wohl schon in Ihren Augen. Und jetzt noch mal zu dem Themenbereich, der Sie ja immer stets und ständig erfasst. Ihr Antrag nimmt die zurzeit in der Politik und vor allem der SPD und den Medien herrschende Hysterie vor einer angeblich drohenden Wiederkehr der braunen Herrschaft auf. Dazu hat ein Autor in der Frankfurter Allgemeinen schon in den 80er Jahren gesagt, Zitat, die politische Linke in der Bundesrepublik befindet sich mental im Deutschland des Jahres 1932. Aber, ich verrate Ihnen, Hitler ist tot.
Aber der Islamische Staat, Herr Laschet, Al-Qaida, Boko Haram, die Taliban, die DTIP und sie alle weitere, die ganzen Einflüsterer dieser Gruppen, die sind äußerst vital. Klug handelt, wer seine neuen Feinde erkennt und entsprechend handelt. Das ist hier leider nicht der Fall. Insofern, das ist Demokratie, was wir hier betreiben. Nicht die Demokratie muss Angst vor uns haben. Sie müssen Angst vor uns haben. Nach Herrn Abgeordneten Beckamp von der AfD-Fraktion hat jetzt für die Landesregierung Herr Ministerpräsident Laschet das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als der Tagesordnungspunkt Demokratie braucht Demokraten aufgesetzt wurde, habe ich gedacht, dass man mindestens an diesem einen Tag alle Fraktionen dieses Landtags zu bestimmten Grundprinzipien bringen könnte. Aber wenn ich nur mal bei dem allerletzten anfangen kann. Man kann über muslimische Verbände bei uns in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland diskutieren. Aber wie Sie das gerade gemacht haben, einen Verband in Zusammenhang zu bringen mit Al-Qaida und Boko Haram, ist genau dieses Spalterische, was wieder Wut auslöst bei den Menschen. Das ist nicht akzeptabel. Das ist nicht akzeptabel. Diese Lieder aus dem Konzert, da gefällt mir auch nicht jeder Liedtext. Aber das ist doch gar nicht die Frage, um die es hier geht. Da wollten 65.000 Menschen sagen, wir lassen das nicht zu, dass in unserer Stadt wieder Menschen mit dem Hitlergruß durch die Gegend laufen. Das war die Botschaft, um die es ging. Und das wird auch in dem Antrag der Fraktionen hier deutlich. Gegen politischen Extremismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen jede Form politischer Gewalt. Und ich finde, mindestens genauso wichtig ist, das wahrzunehmen, was Menschen in Demonstrationen artikulieren. Wir haben über Chemnitz gesprochen, aber auch in Nordrhein-Westfalen sind Menschen zusammengekommen, in Essen, in Gelsenkirchen, in Köln, die gesagt haben, wir wollen hier ein Zeichen setzen. Und jetzt füge ich einmal hinzu, es reicht nicht auf Dauer für uns alle zu sagen, Nordrhein-Westfalen ist und bleibt ein Land des politischen Anstands. Es reicht auch nicht zu sagen, wir haben es denen mal wieder gezeigt, wenn wir zu vielen Tausend auf der Straße waren. Und es reicht leider auch nicht zu sagen, wir sind mehr. Ich teile das, was der Kollege Wolf hier vorgetragen hat. Aber indem wir immer sagen, wir sind mehr, verkennen wir die Aggression, mit der diese Minderheit versucht, auch medial alles zu dominieren. Und deshalb müssen wir etwas dafür tun, dass aus diesen wenigen, die bei Wahlen auch wenige sind, die verbal im Netz mehr zu sein scheinen, dass aus denen nicht mehr werden. Und das geht auch uns an. Karl Arnold hat mal gesagt, 46, da war das gerade ein Jahr her, diese Menschheitskatastrophe des Nationalsozialismus. Wir müssen uns klar sein, die Demokratie kann nicht wie ein Arzneimittel von oben her verordnet werden. Sie muss ausgehen und wachsen aus der politischen Gesinnung des einzelnen Staatsbürgers. Und jetzt nehme ich das mal auf, was Sie eben vorgetragen haben, dass angeblich, ich sage angeblich, diese Proteste daher stammen, dass die Menschen mit irgendwas ungeduldig seien und sie unzufrieden seien und man dieser Unzufriedenheit Verständnis entgegenbringen müsste. So war Ihre These. Ich sage mal, das mag sein, dass Menschen unzufrieden sind. Ich kenne nicht jede Befindlichkeit in Sachsen. Es ist jedenfalls nicht nur das Migrationsthema, was Menschen bewegt. Es sind viele Themen. Die müssen, auch bei uns haben wir hohe Werte für Parteien, die wir skeptisch sehen, auch in Nordrhein-Westfalen. Da müssen wir sehen, was können wir dagegen machen. Aber was der Vorwurf ist an Ihre politische Fraktion. Ich nehme einem Landtagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen, der sich, sobald er hört, dass ein Mensch ums Leben gekommen ist, auf den Weg nach Chemnitz macht und dort mit Pegida demonstriert, dem nehme ich nicht diese Ungeduld ab. Er will Hass schüren. Das ist die Absicht. Das ist die Absicht.
Das ist die Absicht. Das ist... Das ist kein besorgter Bürger der Stadt Chemnitz, der von 600 Kilometern entfernt dahin fährt, um mit die, wir haben das Bild ja vor Augen, wer die Demonstranten waren. Und wer zu dieser Demonstration geht, wer da aufgereiht steht mit Herrn Höcke, ist auch verantwortlich, wenn sich aus dieser Gruppe heraus nachher Trupps bilden, die an jüdischen Restaurants vorbeiziehen, diese attackieren am Tag danach. Was? Diese Leute, die an jüdischen Restaurants vorbeiziehen. Ich habe die Bilder selbst gesehen, wo Menschen zu Hunderten durch die Straße laufen und sagen, Nationalsozialismus jetzt, wörtlich. Das sind keine besorgten Bürger, mit denen lohnt kein Dialog. Und ich sag noch ein Letztes. Wir haben immer eine klare Haltung gehabt gegenüber denen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und das ist auch die DKP und in Teilen die Linke. Da gibt es Unterschiede, wie man das bewertet. Da war immer die Haltung klar. Deshalb brauchen wir da gar keine Belehrung, wer mit wem demonstriert. Aber man muss in einer aktuellen Zeitlage wissen, was ist derzeit die größte Gefahr für unser Land? Und ich habe an diesem Ort hier schon einmal zitiert, und das ist meine Meinung, was der Reichskanzler Wirth einmal gesagt hat. In diesen Tagen, mit der Tonlage, mit der Aggression, steht der Feind rechts. Und das werden wir ganz klar treffen. Zuerst vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Darf ich Sie dann zurück ans Redepult bitten, weil es erstens... gut, sehr gut. Dann würde ich aber gerne Ihr Einvernehmen erzielen wollen, weil ich Sie nicht unterbrechen konnte und auch nicht unterbrechen wollte. Sie haben jetzt gar nichts zu sagen, Herr Kollege Beckham. Weil ich in Ihrem Sinne mit dem Ministerpräsidenten eben das Einvernehmen erzielen wollte, weil sie eine Zwischenfrage stellen wollte, ob er die jetzt noch zulässt und den Ministerpräsidenten zum Zweiten darüber informieren möchte, dass eine Kurzintervention von Herrn Abgeordneten Lohse angemeldet ist, dem ich wiederum sagen möchte, dass in diesem Raum nicht mehr in dieser Weise gebrüllt wird von Ihnen und Sie schon gar nicht auf den Tisch schauen, um das auch noch zu unterstützen. Sonst wären wir andere Maßnahmen dabei. Herr Ministerpräsident, darf ich erst die Zwischenfrage? Gut, dann ist das doch, die Rede war beendet. So, dann jetzt die Kurzintervention von Herrn Abgeordneten Lohse. Der müsste sich allerdings eindrücken, damit ich ihm das Mikro freigeben kann. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, ich bin ein gerechtigkeitsliebender Mensch. Und wenn jemand versucht, Leute zu diffamieren, dann rege ich mich darüber auf. Das ist eine Sache. Deswegen rege ich mich hier manchmal auch im Plenum auf. Wenn jemand versucht, einen Zusammenhang dazu herzustellen, dass nach einer oder aus einer AfD-Demonstration danach irgendwelche Aktionen gelaufen sind, wie das Sie gerade gemacht haben, Herr Ministerpräsident. Die Gegendemonstration wurde angemeldet unter dem Titel Herz statt Hetze.
Damit haben Sie das Land gespaltet. Denn Sie sagen, wir sind das Herz und ihr seid die Hetzer. Sie haben damit die Menschen in Chemnitz zutiefst diffamiert und beleidigt und eine Riesengruppe da diffamiert. Im Bundeslagebericht Kriminalität im Kontext von Zuwanderung wurden im letzten Jahr erfasst 51 Tote von Asylbewerbern. Also praktisch jede Woche außer Weihnachten. Und irgendwann reißt den Menschen der Geduldsfaden. Und hier wurde ein Deutsch-Kubaner, also ein Migrant, getötet in Chemnitz. Und die Menschen sind mit Trauer auf die Straße gegangen. Und das jetzt hier in dieser Form zu diffamieren, ist nicht angemessen für die aktuelle Lage in Deutschland. Herr Ministerpräsident, Sie können, Sie müssen aber nicht im Rahmen der Kurzintervention antworten. Okay. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir dann am Ende der Aussprache zu Tagesordnungspunkt 2, der, das will ich noch mal in Erinnerung rufen, den Titel trägt: Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten, wehrhafte Demokratie mit Leben füllen. Und wir kommen zur Abstimmung erstens über den Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen, Drucksachennummer 3581. Wie Sie wissen, haben die antragstellenden Fraktionen direkte Abstimmung beantragt. Wer also dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die antragstellenden Fraktionen CDU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Dankeschön. Und die Enthaltungen sind demzufolge bei den drei fraktionslosen Abgeordneten. Vielen Dank. Damit ist dann mit der festgestellten Mehrheit der eben zur Abstimmung stehende Antrag angenommen worden. Wir kommen zur zweiten Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache 3695. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Das sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90, die Grünen. Dankeschön. Und Gegenstimmen oder Enthaltung? Ich frage jetzt erst die Enthaltung ab, dann beklärt es sich. Die drei fraktionslosen Abgeordneten haben sich enthalten. Vielen Dank. Damit ist dann der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD abgelehnt. Und wir sind am Ende von Tagesordnungspunkt 2.